Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kamera an. Heute geht es bei uns um das Thema Muttermilch mit der Hand gewinnen. Und da habe ich mir die richtige Expertin zu eingeladen. Vielleicht stellen Sie sich einmal direkt vor. Mein Name ist Nadine Neumann. Ich bin Hebamme im Kreissaal hier beim UKD. Also genau die richtige Expertin. Jetzt ist es ja so, beim Thema Abpumpen denken sicherlich die meisten an Milchpumpen, an Technik, an technische Geräte. Es ist aber so, dass man die Muttermilch ja auch mit der Hand abpumpen kann. Wie funktioniert das denn? Ja, hier habe ich mir zur Hilfe meine kleine Brust einmal mitgebracht, um Ihnen zu Hause auch einmal zu demonstrieren, wie man mit der Hand die Muttermilch gewinnen kann. Es ist manchmal so, dass wir die Muttermilch gewinnen müssen, weil ein Baby vielleicht viel zu früh geboren ist und es gerade auf der Intensivstation liegt oder aber sie nach der Geburt gerade den Milcheinschuss haben und die Brust prall gefüllt ist. Und dann ist es ganz besonders schön, mit den eigenen Händen die Muttermilch oder das besonders wertvolle Kolostrum zu gewinnen. Dafür ist es am besten, dass Sie sich Ihre Hände vorher einmal unter warmem Wasser waschen, damit Ihre Hände auch schön warm sind. Und dann legt man die Hände einmal oberhalb der Brustwarze und einmal unterhalb der Brustwarze und bewegt die Hände dann entgegengesetzt hin und her. Durch diese Massage wird die Brust weiter erwärmt und die Gefäße werden sanft massiert. Das Ganze machen wir einige Minuten lang und dann nehmen Sie im sogenannten C-Griff den ganzen Warzenhof und massieren dann von oben zur Brustwarze hin einmal mit einem sanften Druck aus. Es ist eine sanfte Melkbewegung und wir nehmen nicht vorne die Brustwarze, sondern wirklich alles zusammen, sodass wir dann das kostbare Kolostrum oder die Muttermilch hier direkt gewinnen können. Was für Vorteile hat denn das Abpumpen mit der Hand? Die Vorteile, die Muttermilch oder das Kolostrum mit der Hand abzupumpen, sind die, dass das Erlebnis für die Frau viel schöner sind. Denn mit einer Pumpe die Muttermilch oder das Kolostrum zu gewinnen, ist für viele Frauen viel zu mechanisch. Außerdem ist ja das Kolostrum, was gerade jetzt in den ersten 3 Tagen aufgefangen wird, ganz besonders kostbar. Und wenn wir dann mit einer Milchpumpe das Ganze dann abpumpen würden, würde viel zu viel davon im System hängen bleiben. Deswegen ist die Methode, wie ich Ihnen das eben gezeigt habe beim Ausmassieren, ganz besonders schön. Denn wenn sich dann vorne an der Brustwarze ein Tropfen sammelt, kann man das mit einer kleinen Spritze nämlich auffangen. Ja, hier dann aufsaugen und dann dem Kind nachher später direkt in den Mund applizieren. Und so geht dann auch nichts von diesem goldenen Kolostrum verloren. Gibt es denn etwas, was man beachten sollte? Wenn man die Muttermilch mit der Hand gewinnen möchte, dann ist es besonders wichtig, dass die Hände von Ihnen warm sind. Denn gerade warme Hände sorgen auch dafür, dass dann die Milchgänge weitgestellt sind und das Kolostrum oder die Muttermilch dann auch gut fließen kann. Außerdem sollte man eine gute Sitzposition im Bett oder auf dem Sofa einnehmen, weil gerade auch die Sitzlage dafür sorgt, dass die Milch gut fließt. Am besten schauen Sie sich dabei dann das Baby an, weil durch das Anschauen und auch durch das Riechen von dem Baby wird nämlich dann Oxytocin ausgeschüttet und somit kommt dann der Milchspendereflex eigentlich von ganz alleine. Frauen, bei denen das Baby vielleicht auf der Kinderintensivstation liegt, die sollten sich ein Foto nehmen, das sie dann anschauen und wenn möglich vielleicht ein Kleidungsstück, ein kleines Mützchen oder eine Decke nehmen und an der riechen. Denn auch wenn die Babys nicht direkt bei den Frauen sein können, wird der Reiz visuell und olfaktorisch trotzdem für die Milchbildung gesetzt. Ich danke für das Gespräch und wünsche noch einen ganz schönen Tag. Vielen Dank, das wünsche ich auch. Tschüss.